Hallöchen und herzlich willkommen bei Dr. Derm erklärt. Heute habe ich morgens schon gesagt, wenn irgendjemand eine Zecke sieht, sagt bitte Bescheid. Und hier ist die Zecke mit der Lola oder Lola mit der Zecke. Lola ist aus anderen Gründen hier, ja, hat nämlich auch Ohrenprobleme. Aber jetzt geht es um Zecken. Sie wissen, Zecken übertragen fiese Erkrankungen. Zecken können Entzündungen in der Haut auslösen. Zecken möchte man nicht haben, deswegen sollte man sie entfernen. Wenn man das tut, gibt es, also ich mache das am liebsten mit diesen Zeckenhaken. Vielleicht einmal kurz Kamerafrau hier ran. Ne, die es in unterschiedlicher Größe für ganz klein, mittel und groß gibt. Weil man damit ideal, ja im Prinzip unterhalb des Kopfes, einhaken kann, um die Zecke dann rauszuziehen. Im Internet finden sich 1500 Anleitungen, rechts drehen, links drehen. Was Sie auf jeden Fall nie tun sollten, ist irgendwelches Öl drauf machen und diese Zecke noch schön malträtieren. Ja, also, weil dann, wenn die Zecke als Vektor irgendwelche Keime, also zum Beispiel Viren oder Babesien, Anaplasmen, Hepatozoen in sich drin hat, dann, wenn man die ärgert, quetscht, also dann entlädt diese Erreger halt über ihre Speicheldrüsen. Das heißt also, am besten zügig die Zecke entfernen. Für das Modell bei Lola, wir zeigen das jetzt hier mal. Lola hat keine Lust. Lola hat da keine Lust drauf. Die habe ich eben schon geärgert bei der Ohrenuntersuchung. Hier haben wir die Zecke. So, und jetzt würde ich mir, Lola, wahrscheinlich so einen mittleren nehmen. Und dann greift man sich die Zecke so und zieht. Und die Zecke lässt dann langsam los. Man sieht auch, glaube ich, ganz gut, dass die sich noch ein bisschen bewegt. Und jetzt geht es um Zeckenvernichtung, weil diese Tierchen, wenn sie die einfach in Wasser oder in Müll schmeißen, die überleben so einiges. Also entweder schmeißt man die dann wirklich in, mache ich dann gerne, Alkohollösung. Hier ist mein wunderbares Zeckengrab. Ja, da sieht man auch mal so eine große Zecke, die habe ich gestern entfernt. Und jetzt sind hier die Zecke von der Lola und eine kleine Zecke. Oder aber, wenn Sie die wirklich vernichten wollen, dann nehmen Sie sich ein Feuerzeug und halten das so lange an die Zecke, bis es pff macht, dann ist die wirklich kaputt. Aber einfach nur in den Müll schmeißen, heißt nur, die verdaut das Blut und dann ist sie wieder aktiv, um das nächste Tier zu beißen. Und ganz wichtig noch von unserer Seite, von uns Tierärztinnen und tiermedizinischen Fachangestellten, eine Zecke, auch wenn der Kopf im Tier stecken bleibt, das ist kein Notfall. Da muss man nicht um 2 Uhr morgens in irgendeine Klinik fahren. Das ist nicht schlimm, sondern man kann natürlich ein bisschen Salbe, antibiotische Salbe oder eine Jodsalbe da drauf machen. Man sollte da auch nicht dran rumporkeln. Meistens entledigt sich die Haut diesem übrig gebliebenen Saugorgan von der Zecke selber, wie bei einem Splitter, der dann rauseitert. Okay, und wenn Sie sich unsicher sind, dann am nächsten Tag mal kurz in Ihrer Tierarztpraxis anrufen und fragen, wann Sie vorbeikommen können. Alles klar?